بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind heute mit unserer siebten Folge أحكام الميم und unsere letzte Regel. الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي. Und الإظهار الشفوي ist hier genauso wie beim Izhar vom Nun, nur dass hier alle restlichen Buchstaben sind, also den Mim und den Ba nicht. Alle anderen gehören jetzt hier zu Al-Izhar al-Shafi. Kommen wir zu den Beispielen. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ganz normal sagen wir لَكُمْ أَنْهَارًا. Wir sagen weder lakum anhara, noch sagen wir laku anhara, also shadda. Ganz normal, lakum anhara. Und genauso beim nächsten. Wattaba'athum dhurriyatuhum. Wattaba'athum dhurriyatuhum. Und somit sind wir mit dieser Folge auch fertig. Walhamdulillahi rabbil alamin.